Geld natürlich ein wichtiges Thema, wenn man im Ausland leben möchte. Auf vielen Kanälen und auch bei uns wird es ja immer wieder thematisiert. Was kostet mich der Unterhalt hier zu leben im Monat und so weiter? Wir wollen heute in diesem Video-Podcast mal das genaue Gegenteil betrachten. Wofür geben Thailänder eigentlich ihr Geld aus, was sie hier natürlich auch entsprechend verdienen? Damit hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kommt mit uns mit. Ich denke, ein spannendes Thema. Ich sehe vor meinem geistigen Auge jetzt schon den ersten Kommentar, der beginnen wird mit den Worten: Nein, bei mir ist das alles ganz anders. Meine Frau ist anders. Meine Kosten sind anders. Ja, natürlich, liebe Zuschauer, in so einem Video kann man natürlich jetzt nicht auf jeden Einzelfall eingehen, sondern ich habe einfach mal versucht, das ein bisschen zu pauschalisieren, ein paar allgemeine Aussagen zu treffen, ein paar allgemeine Kosten und auch das ein bisschen zu vergleichen, wie der Lifestyle in Thailand ist für die normalen Menschen, die halt nicht unbedingt mit einem Ausländer verheiratet sind, sondern ihren Lebensunterhalt auf ganz normale Weise bestreiten. Vielleicht am Anfang ein paar Basics. Das Durchschnittseinkommen in Thailand variiert je nach Quelle und Region, aber laut der Weltbank betrug das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Thailand im Jahr 2020 etwa 7.500 Euro. Das entspricht einem monatlichen Durchschnittseinkommen von ungefähr 630 Euro. Es ist natürlich zu beachten, dass in Thailand ein erheblicher Unterschied besteht, was das Einkommen betrifft. Die Touristen-Hotspots, Bangkok und so weiter, kann man mit vielen ländlichen Gegenden überhaupt nicht vergleichen. Also gehen wir mal von einem normalen Durchschnittseinkommen von 620 Euro im Monat, was ungefähr 23.000 Thai Baht entspricht. Davon kann man relativ gut leben. Und wir schauen uns mal an, wie die Thailänder so ihr Geld hier ausgeben. Natürlich, eines der wichtigsten Punkte, und das hat sich auch in der heutigen Zeit noch nicht allzu viel verändert, man versucht dann, wenn man als Thailänder einen guten Job ergattert hat, wenn man irgendwo eine gute Anstellung hat, natürlich seine Eltern, seine Familie zu unterstützen. Das geht den Thailändern ähnlich wie uns Ausländern, wo dann die Frau entsprechend meistens die Familie unterstützen muss. Aber auch hier wird immer noch erwartet, da es halt nur ganz begrenzte Rentensysteme und so weiter gibt, dass man seine Eltern zu Hause unterstützt, dass man denen nicht nur an Feiertagen was zukommen lässt, sondern auch ihre monatlichen Fixkosten übernimmt. Zum Beispiel im Moment sehr, sehr starkes Thema, gestiegene Energiepreise, Strom, Gas, Benzin und so weiter. Auch das trifft natürlich die ärmere Bevölkerung, die meistens auf dem Land dann lebt, noch mal stärker, weil sie dann halt darauf angewiesen sind, was schicken die Kinder nach Hause, und die Kinder müssen ihre eigenen Fixkosten stemmen plus die Fixkosten, die bei den Eltern natürlich auch entsprechend gestiegen sind. Sicherlich, die vorhin angesprochene 23.000 Thai Baht sind ein ziemliches Minimum. Also wenn ich alleine in meinem Bereich schaue, was hier wirklich studierte Leute verdienen, dann sind wir hier im sechsstelligen Bereich. Diese Leute sind natürlich dann auch entsprechend gut ausgebildet für thailändische Verhältnisse. Wenn sie dann noch weitergemacht haben, wenn sie dann weiter studiert haben, was wir gleich im nächsten Punkt ansprechen, dann werden sie vielleicht auch nicht lange in Thailand bleiben, sondern werden von großen internationalen Firmen gerne abgeworben und gehen dann ins Ausland, wo sie aber auch dann die Chance haben, ihre Eltern noch mehr zu unterstützen. Ja, kommen wir zu dem Thema Bildung. Man erwartet natürlich von einem Land wie Thailand, dass das Bildungsniveau nicht besonders hoch ist. Das ist teilweise auch richtig. Gerade in ländlichen Regionen könnte das natürlich daran liegen, dass die Leute auch selber arm sind, sich weiterbildende Schulen kaum leisten können und dann die Kinder halt darauf angewiesen sind, auf öffentliche Schulen zu gehen. Haben es die Eltern schon ein bisschen weitergebracht, können sie ihre Kinder in der Regel auf Privatschulen, Privatuniversitäten schicken, die dann allerdings auch entsprechendes Geld im Monat kosten. Auch hier wieder durch die Unterstützung vielleicht von älteren Geschwistern, die eventuell auch im Ausland leben, kommt hier wieder ein bisschen Geld rein, um halt dann die Studenten zu unterstützen, dass sie halt auf eine angesehene oder gute Universität kommen. Allerdings bieten auch viele weiterführende Schulen und Universitäten sogenannte Stipendien an. Das kennt man aus Europa und Amerika und so weiter auch. Das heißt, man kriegt einen Zuschuss, wenn die Leistungen entsprechend sind oder wenn sich die Familie das nicht richtig leisten kann. Aber die Universität sagt, oh, das ist ein guter Student, den sollten wir ein bisschen fördern, den sollten wir ein bisschen protegieren.
dann funktioniert das recht gut. Ebenso funktioniert das auch recht gut mit einem Universitätssponsoring hier. Das heißt, große Firmen investieren in Top-Studenten vorab Geld, um sie dann halt später nach dem Abschluss des Studiums direkt in ihr Unternehmen übernehmen können. Damit sichert man sich natürlich die Besten der Besten, investiert da auch im Vorfeld sehr, sehr viel Geld. Allerdings muss dieses Geld dann auch zurückgezahlt werden. Zurückzahlung bedeutet aber nicht, dass man einen großen Kredit hat, sondern in der Regel wird das dann verrechnet mit dem Einkommen und der Student, der später dann Angestellter ist bei der Firma, verpflichtet sich halt entsprechende Jahre bis zur Tilgung des Kredites bei dieser Firma zu arbeiten und dann sind die Gehälter natürlich auch entsprechend. Ähnliches funktioniert auch zum Beispiel im Bereich Gesundheitswesen. Man kann hier bei großen Universitäten studieren, von Krankenschwester bis hin zum Facharzt. Auch dann ist man halt an dieses Krankenhaus, was einen über die Studienzeit gesponsert hat, über einige Jahre gebunden, bis diese Ausbildungsstudentenkredite halt abbezahlt sind. Und dann kann man sich wieder einen neuen Job in der freien Wirtschaft suchen oder, was viele Ärzte auch machen, sich dann halt eine eigene Klinik aufmachen und dann nur noch in den Krankenhäusern zu bestimmten Zeiten arbeiten oder mit ihren eigenen Patienten. Das gesamte Bildungssystem, ihr habt es wahrscheinlich rausgehört, ist natürlich extrem abhängig, welche Möglichkeiten eine Familie hat, sein Kind, seine Kinder zu unterstützen. Also Chancengleichheit, ja, ist was anderes. Aber wie gesagt, auch Kinder aus ärmeren Schichten haben die Möglichkeit, bei entsprechenden Leistungen hier Unterstützung von Universitäten und Firmen zu bekommen. Sicherlich gibt es auch Zuschüsse vom Amt. Darüber habe ich aber jetzt leider nichts Wirkliches gefunden. Vielleicht hat der ein oder andere Zuschauer von euch da schon Erfahrung gemacht. Wie auch in fast den meisten Ländern geht das meiste vom Gehalt eines Thailänders ebenfalls für das Wohnen drauf. Warum? Man möchte natürlich, gerade wenn man in einer großen Stadt wie Bangkok wohnt, nicht jeden Tag stundenlang durch die Gegend fahren. Also versucht man in Universitäts- oder Arbeitsstättennähe eine Wohnung zu finden. Oftmals sind riesige Kondominiums gebaut, oftmals sind riesige Wohnanlagen gebaut in der Nähe, wo sich dann also die Leute dort auch entsprechend ansiedeln. Kostentechnisch nimmt sich das alles nicht allzu viel für das, was auch ein Ausländer bezahlen würde. Allerdings sind die Thailänder zumindest aus meiner Sicht da teilweise sehr, sehr bescheiden und sagen, okay, mir reicht ein Zimmer, wo ich mir eine Matte ausrollen kann. Das teile ich mir mit 4, 5 Kumpels, Kommilitonen oder wie auch immer und kann dann die Miete entsprechend aufteilen. Es ist natürlich dann ein sehr, sehr beengtes Wohnen, das allerdings auch nur dann funktioniert, bis man den Entschluss fasst, eine Familie zu gründen, weil spätestens dann muss natürlich eine größere Wohnung, eventuell auch ein Haus dazu kommen, um halt dann auch entsprechend einen Lebensstandard führen zu können, der dem, was man als Einkommen hat, auch angemessen ist. Ihr wisst natürlich genauso gut wie ich, dass Thailänder ein riesiges Faible fürs Essen haben, dass sie nie davon genug bekommen können, dass sie nie ausreichend davon haben können. Wie eben schon angesprochen, oftmals sind die Wohnungen sehr klein, mit mehreren Leuten belegt, so dass das Kochen zu Hause sehr, sehr schwierig ist. Also als Alternative bleibt halt das Draußenessen. Ihr kennt das sicherlich, man kann alle 5 Meter anhalten, sich an der Straße einen Snack kaufen. Es gibt viele auch günstige Restaurants, wo man hingehen kann. Allerdings, wenn man das 3 bis 5 Mal am Tag macht, könnte das auch schon ein bisschen ins Geld gehen. Aber die Leute, die dann ein bisschen auf ihr Geld schauen müssen, die haben natürlich dann auch ihre Orte schon gefunden, wo sie wissen, wo sie essen können. Wert wird natürlich auf Qualität gelegt. Und selbst wenn jemand auch nur eine kleine Nudelsuppe für wenige Baht kaufen möchte, dann erwartet er natürlich da entsprechenden Service, dass er gut bedient wird, dass es gut schmeckt. Und damit sichern sich natürlich dann auch die entsprechenden Restaurants oder Straßenhändler ihre Stammkundschaft auf Dauer. Konsum ist wie fast in allen westlichen Ländern, auch in Thailand, ein riesengroßes Thema. Es müssen immer die neuesten Klamotten sein, es müssen immer die neuesten technischen Geräte vorhanden sein. Gut, in den Schulen und Universitäten ist das ein bisschen einfacher. Meistens gibt es dort eine entsprechende Uniform, so dass man also auch da nicht in Privatkleidung rumlaufen muss. Allerdings, wenn ihr das so ein bisschen auch aus den Social Media verfolgt, die großen Brands haben dort halt ihre Auftritte, zeigen, wie ein Lifestyle in der bestimmten Markenkleidung halt aussehen kann. Und dem eifern natürlich auch viele Thailänder nach, wollen genauso cool, hip und flippig sein wie die Kids aus der Werbung, sehen dann natürlich auch internationale Brands, gerade Korea, Japan und so weiter,
die hier sehr, sehr viel Einfluss haben, was Mode, was Konsumartikel und so weiter angeht. Das reicht von A bis Z, könnt ihr euch vorstellen. Und da wird natürlich auch sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Für denjenigen, der es nicht ganz so dicke hat, der hat natürlich dann auch die Möglichkeit, sich entsprechend nachgemachte Markenartikel zu bestellen, zu kaufen. Auch das wird sehr, sehr gerne gemacht. Allerdings, es wird dann auch nicht offen drüber gesprochen, sagen, okay, deine Gucci-Tasche, dein Prada-Pullover ist aber garantiert nicht echt, sondern wird der Mund gehalten. Man freut sich dann auch, dass derjenige oder diejenige sich irgendwas leisten kann, weiß aber auch, dass wenn es dann echt wäre, sicherlich den einen oder anderen finanziellen Rahmen komplett sprengen würde. Aber gerade in diesem Bereich Kleidung, Schuhe, Kosmetikartikel und so weiter, dort stehen die thailändischen Frauen zum Beispiel keiner westlichen Frau in irgendwas hinterher. Ihre Kleiderschränke brechen auseinander. Ähnlich hatte ich vielleicht am Anfang zum Thema Wohnen noch vergessen zu sagen, wenn ihr mal als unangemeldeter Gast in eine thailändische Wohnung aufschlägt, sieht die meistens nicht allzu aufgeräumt und sauber nach unseren deutschen Maßstäben aus, weil halt alles kreuz und quer rumliegt, überall hängt was, überall steht irgendwas. Ist halt dem geschuldet, dass man, wenn man was Schönes sieht oder es unbedingt meint zu brauchen, sofort eingekauft wird und damit hat man natürlich dann noch mehr Zeug, was einem zu Hause rumliegt. Und wenn man dann mal die Wohnung wechseln möchte, ja, dann braucht es halt teilweise große Trucks, um das überhaupt alles zu transportieren. Auch ein wichtiges Thema für Thailänder ist die Darstellung nach außen, ähnlich auch wie in vielen westlichen Ländern, wo man sagt, okay, ich brauche unbedingt ein schönes Auto, ich brauche unbedingt ein schönes Moped. Warum? Wenn ich schon schwer arbeite, will ich mir natürlich auch was leisten. Aber auch der Punkt, meine Freunde, meine Familie, meine Nachbarn sollen sehen, was ich geschafft habe, wie weit ich gekommen bin. Ich bin halt nicht mehr der arme Reispflanzer, den vielleicht noch ein oder zwei Generationen vorher meine Familie angehörte, sondern ich habe es geschafft. Dazu gehören dann halt neue Autos, die allerdings auch hier in Thailand entsprechendes Geld kosten. Werden die natürlich auch nicht bar bezahlt, sondern über lange Kredite finanziert, die dann natürlich auch eine entsprechende Laufzeit haben. Allerdings, zumindest mein Eindruck, der Gebrauchtwagenmarkt in Thailand ist wirklich ähnlich dem Neuwagenmarkt, so dass man also auch sagt, okay, wenn die Leute sich die neuen Autos kaufen, dass die dann auch entsprechend pfleglich behandelt werden. Es sei denn, es kommt zu einem der vielen hier leider immer noch an der Tagesordnung seinen Unfälle, dann wird es natürlich schwierig. Ja, Liebe, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema hier in Thailand. Könnt ihr euch vorstellen, wenn man dann sich kennenlernt, sich verliebt, dann erwartet natürlich auch der Partner, dass man sich entsprechend Mühe gibt. Dann ist das Essen, wenn man zu einem Date ausgeht, in einem billigen Restaurant sicherlich tabu. Dann wird es halt das Beste sein, was es in der Stadt oder in der Region zu bieten gibt. Die Restaurants, ihr kennt sie selber, alle aufgebrezelt, aufgedonnert, eins schöner, flippiger, moderner als das andere. Und dort muss man natürlich dann seine Liebste ausführen. Dort muss man sie hinbringen, um ihr dann zu zeigen, wie groß die Liebe ist, wie man auch als potenzieller Ernährer, als Mann später dann dasteht. Abgeholt natürlich mit einem eigenen Auto. Und wenn das dann alles soweit gediegen ist, man plant schon vielleicht ein bisschen in die Familie, dann geht es natürlich los, die Überlegung, kaufe ich mir ein Kondominium, kaufe ich mir ein Haus. Wenn diese Entscheidung gefallen ist, hier auch alles mit Krediten finanziert. Ich sehe das bei unseren Leuten in der Umgebung hier immer, die haben auf einem Haus, auf einer Wohnung hier den 5., 6. Kredit laufen schon, der ständig von der Bank dann auch verlängert wird. Allerdings, es scheint in Thailand zu funktionieren, ähnlich nach dem amerikanischen System. Das heißt, wenn man hier mehrere Kredite hat, die über eine längere Zeit auch sauber und ordentlich bedient hat, dann ist eine Anschlussfinanzierung oder ein neuer Kredit relativ einfach zu bekommen. Entsprechend natürlich Einkommen und so weiter, alles, was man haben muss, vorausgesetzt. Aber das lassen sich die Thailänder dann richtig was kosten. Und wenn aus dem Dating, aus dem Kennenlernen ein bisschen mehr wird, Verlobung, Hochzeit und so weiter, auch dann wird natürlich nicht geknausert, dann wird richtig Geld aufgefahren. In einigen Regionen, ich denke auch in einigen Familienkreisen, wird es noch üblich sein, dass man entsprechend große Brautgeschenke oder Brautgelder zahlt. Denke mal, keiner von uns verlangt, wird das heute mehr machen. Allerdings, wie ich gerade sagte, in bestimmten Kreisen, in bestimmten Regionen ist das absolut üblich, dass man dann doch wirklich ganz, ganz große Beträge auf den Tisch legt, um halt die große Unternehmenstochter oder den großen
Unternehmersohn unter die Haube zu bringen, nachzuvollziehen, immer wieder gerne in Social Media oder auch in entsprechenden Klatschsendungen im Fernsehen, wo das dann richtig schön zelebriert wird, wo dann auch gezeigt wird, was man geschafft hat, wie viel Geld man hat, wie viel man sich leisten kann, auch in diese Liebe zu investieren. Wir berichten das ja häufig auf unserem Kanal, dass viele, viele Thailänder Urlaub machen an den Wochenenden mit der ganzen Familie, mit ganzen Freundeskreisen, mit ganzen Gruppen und so weiter. Thailänder lieben es, Urlaub zu machen, entdecken auch immer wieder neue Urlaubsorte, die bis vor ein paar Jahren vielleicht noch gar nicht so auf dem Radar gewesen sind. Auch hier geht natürlich extrem viel Geld raus. Weil warum? Ihr kennt das ja von euch selber, wenn man in einer neuen Stadt ist oder einem neuen Ort, wo man sich nicht so auskennt, dann bucht man vielleicht ein etwas teureres Hotel, dann geht man vielleicht auch in ein etwas schickeres Restaurant und so weiter, als man eigentlich das zu Hause machen würde. Also da wird es sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Ebenso natürlich vor dem Urlaub müssen die entsprechenden Kleidung bereitgestellt sein. Wenn die nicht da sind, dann wird das neu eingekauft. Bei den Damen in der Regel Friseurbesuche, Pediküre, Maniküre, vielleicht sogar noch ein schönes Make-up machen lassen. All das wird bezahlt werden müssen. Und so wird man ganz, ganz schnell auch natürlich sein Geld los. Allerdings, ihr kennt das dann auch, gibt 1 Million neue Bilder für die eigenen privaten Social-Media-Accounts. Auch natürlich verbunden, sicherlich mit einem schönen Erlebnis, wieder mit der Familie zusammen gewesen zu sein, mit Freunden eine schöne Zeit verbracht zu haben. Möge man keinem absprechen, allerdings sicherlich nicht günstig zu haben. Und nicht wie in Europa, wo man sagt, okay, ich habe jetzt von meinem Arbeitgeber 14 Tage Urlaub, sondern hier wird sehr, sehr oft auch ein langes Wochenende oder ein paar freie Tage einfach genutzt, wo man dann entsprechend wegfährt von zu Hause. Vielleicht auch dem geschuldet, dass die Wohnsituation öfter beengt ist und so weiter. Hier hat man dann die Möglichkeit, im Urlaub mal so ein bisschen für sich zu sein oder halt mal ein paar andere Gesichter zu sehen. Ihr seht, liebe Zuschauer, das Leben eines normalen Thailänders ist auch kein Zuckerschlecken, weil all diese modernen Dinge wollen bezahlt werden, all diese modernen Dinge kosten Geld. Und wenn man nicht unbedingt einen Verwandten in der Familie hat, der für all diese Kosten aufkommen könnte, dann ist man natürlich gezwungen, auch hier mit seinem Geld ein bisschen zu haushalten. Ihr kennt das aber auch sicherlich, dass das ein Thema ist, wo Thailänder sich sehr, sehr schwer tun, weil man wird nach außen nicht zugeben können, du, ich kann nicht mitkommen zum Urlaub, ich kann nicht die neue Kleidung kaufen, ich kann das und das nicht machen, weil mir das Geld fehlt. Diesen Satz wird euch ein Thailänder zu 99,9% nie sagen. Er oder sie wird dann eben versuchen, dieses Geld zu leihen bei der Familie, bei Freunden, bei Freundinnen. Oft gibt es dann natürlich auch entsprechende Probleme, was die Rückzahlung betrifft, was die Rückzahlungsmoral betrifft. Darüber könnte man sicherlich auch ein Buch füllen. Aber das geht nicht nur dem Ausländer so, der mit einer Thailänderin zusammen ist, sondern es geht auch den Thailändern untereinander so. Hier leiht man sich auch Geld, macht Kredite untereinander, um halt einen Lifestyle zu führen, den man sich vielleicht mit seiner normalen Arbeit gar nicht leisten kann, aber man möchte das eben. Ja, liebe Zuschauer, jetzt habe ich hier aus meiner Sicht mal die wichtigsten Sachen so zusammengetragen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch noch Ideen, wofür Thailänder noch viel Geld ausgeben. Gerne könnt ihr uns das unten in die Kommentare schreiben, falls euch solche Themen weiterhin interessieren. Bitte ich euch, den Kanal zu abonnieren. Gerne das Video auch teilen mit Leuten, die vielleicht noch mehr über Thailand, die Kultur und das Leben hier lernen möchten. Dann sage ich danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.